Heute haben wir nicht viel Zeit zum Kochen. Naja, man hat ja auch nicht immer große Lust dazu. Und trotzdem soll was Frisches auf den Tisch. Weil Fertiggerichte wollen wir nicht haben. Es ist also immer eine Frage der Organisation. Und was wir jetzt zu zweit schaffen, das schaffen Sie alleine auch. Also, los geht's. Come on, come on, good food. Heute geht's um schnelle Küche. Ja, in 20 Minuten steht alles auf dem Tisch. Versprochen. Deswegen fangen wir gleich damit an, Ofen an. Und ich brauche als erstes eine Zwiebel. Ich brauche 4 Eier, und zwar getrennt. Das Eiweiß kommt hier in die Rührschüssel von der Küchenmaschine. Wir brauchen nämlich Eischnee, und das lassen wir jetzt gleich laufen. In der Zwischenzeit schneide ich schon mal Brotwürfelchen. Können Sie ein Weißbrot nehmen, ein Graubrot, Bauernbrot, was halt gut schmeckt und richtig gebacken worden ist. Und es darf ruhig vom Vortag sein. Jetzt müssen wir mal sagen, was es überhaupt gibt. Wir machen einen Käseschmarren. Also den Kaiserschmarren, den kennt ja jeder. Das ist ja eine wunderbare Süßspeise. Und das Gleiche geht natürlich auch salzig und schmeckt köstlich. Also ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Und wir können jetzt, wo die Brotwürfel schon rundherum ein bisschen fett durchtränkt sind und anfangen golden zu werden, können wir die Zwiebeln dazu tun. Und die dürfen jetzt auch sanft mitbräunen und werden dabei auch schön gar. Und dazu gibt es einen Salat. Da kann man einen normalen Kopfsalat nehmen oder eben diese Salatherzen. Zu meinem Eigelb kommen jetzt 2 Löffel Mehl. Salz habe ich schon drin. Ein bisschen Muskat geben wir rein. Wichtig ist bei so einem Teig, dass immer erst die Eigelb mit dem Mehl eine schöne glatte Bindung erzielt haben. Bevor man die Flüssigkeit angibt, so entstehen keine Klümpchen. Und du gießt mir jetzt bitte, wenn du alles schön umgerührt hast, mir bitte die Milch rein. Aber mache ich vielleicht doch selber, sonst... Ja, ich muss hier ein bisschen runtergehen mit der Hitze. Wenn Sie keine Hilfe haben, müssen Sie auch alleine damit zurechtkommen. Dann brauchen wir Kräuter, Kerbel, Petersilie, Liebstöcke, Pfefferminze, Koriander, Basilikum, Schnittlauch. So, und jetzt ist der Eischnee fertig. Und geben erstmal einen Teil davon unter die Masse. Schüttelst du noch mal bitte die Pfanne und verteilst dann gleichmäßig den Käse. Ja, so. Wunderschön raschelt es. Dann kommen Kräuter dazu. Ja, schön verteilen. Und jetzt kommt der Teig obendrauf. Was sich verteilt hat, lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen angehen. So, eine Minute mindestens. Dann stellen wir es in den Ofen. Und ich habe jetzt wunderbar Zeit, eine Salatsauce anzumachen. Essig, Senf, Salz. Jetzt kannst du mir vielleicht noch ein bisschen pfeffern. Ja. Ich stelle es in den Ofen, den habe ich vorgeheizt auf 210 Grad. Damit auch ordentlich was geht im Ofen, und dann noch mal ungefähr 5 Minuten stehen lassen, und dann wird er zerrissen. Dann kommt Öl drauf. Und wenn sich das dann schön verbunden hat, kommt der Salat rein. So, den Schnittlauch drauf, den ich geschnitten habe. So, dann würden wir jetzt den Tisch decken. Aha, sieht gut aus. So, zu unserem schnellen Essen auch ein schneller Drink. Ah, das sieht aber toll aus. Sieht super aus. Und jetzt muss das natürlich zerrissen werden und dabei vermischt. So, also wenn das kein toller Käseschmarrn ist, dann weiß ich auch nicht. So, und ich habe hier jetzt einfach 3 Esslöffel Joghurt. Dann kommt ein Wasser drauf. Unten sind Eiswürfel drin.
Dann brauche ich ein bisschen Zitrone, eine Prise Salz und dann zwei Blatt Basilikum. Oh, drei kann ich auch nehmen. So, ich lasse ein bisschen Platz auf dem Teller für den Salat, der natürlich im letzten Moment erst umgewendet wird. Und schon komme ich mit meinem Drink. Zartgrün. Und für mich kommt bitte ein bisschen Salatsoße auf den Schmarren. So, haben wir auf die Uhr geguckt? Nee. Ich glaube, wir haben die 20 Minuten gar nicht erreicht. Aber guck mal. Sieht gut aus. Gut abgemessen, ne? Ja. Ja, Prost, sag mal. Unser nächstes Gericht geht mindestens genauso schnell, wenn nicht noch schneller. Es ist Shakshuka. Und das ist ein Gericht, was in Israel schon eine lange Tradition hat und jetzt einen Siegeslauf durch die ganze Welt angetreten hat. Es ist einfach ein wunderbares Gericht. Ich mache wieder den Backofen an. 200 Grad Heißluft wird genug sein. Und den Herd an. Und dann kommt Öl in den Topf. Und den Topf muss man so wählen, dass genügend Platz ist, um eine Soße zu kochen und nachher Eier reinzusetzen. Tiefe Pfanne, ja, oder eben so einen flachen Topf. So, das lassen wir erstmal heiß werden. Du machst die Zwiebel, ich mache ein bisschen Chili und es wird fein gehackt. Und wir brauchen Knoblauch. Und da wird nicht gespart, denn Knoblauch ist ja in diesem Fall eine essentielle Würze. Und du hast zwei Zwiebeln? Zwei Zwiebeln habe ich jetzt auch geschält und die hobel ich jetzt gleich hier in das Öl. Knoblauch, da schneide ich einfach hier unten den Wurzelansatz weg. Und dann kann man nämlich mit der flachen Messerklinge oben drauf klopfen und dann ist der Knoblauch nämlich schon geschält. Schneller geht's ja gar nicht. So, und ich habe jetzt unten den dicken, festen Knopf rausgeschnitten. Und habe sie hier oben zusammengelassen. Und an diesem Triebteil kann man sie relativ gut und auch sicher bewegen, sodass man sich nicht schneidet. Das wird jetzt alles fein gehackt. So, das brutzelt jetzt schon schön. Aber aufpassen, dass es nicht anbrät. Es darf keinen Röstgeschmack haben. Dann kann ich schon mal die Tomaten aufmachen. Ja, weil wir Dosentomaten nehmen. Jawohl. So, schön rühren und dann vor allen Dingen die Tomaten, das sind ja diese geschälten Tomaten, einfach ein bisschen zerdrücken. Gewürzt wird mit Salz. Du kommst mit der Pfeffermühle. Und dann brauchen wir noch Zaatar. Das ist eine Gewürzmischung in der arabische. Die besteht aus Thymian, aus Sesam, aus verschiedensten Zutaten. Und die gibt dem Gericht das charakteristische Gewürz. So, mit Basilikum sind wir jetzt großzügig. Jetzt braucht man nämlich gar nichts weiter, als diese Tomatensauce eine Weile heftig kochen zu lassen. Also 5 Minuten genügen da schon. Und dann kommt sozusagen die Sättigungsbeilage, nämlich die Eier. Und die hacken wir auf, setzen sie jeweils am Rand in den Topf, in die Soße hinein. Jetzt gehen wir mit der Hitze runter, denn gar sollen sie werden, die Eier, erst im Backofen. Da stellen wir nämlich jetzt den ganzen Topf hinein. Es ist ja so, dass die Eier sowieso was wahnsinnig Wichtiges und Praktisches in der schnellen Küche sind, denn sie sind schnell gar. So ist es. Und jetzt können Sie natürlich einen Deckel draufsetzen, wenn Sie sagen, der Backofen, das ist mir zu blöd, den vorzuheizen. Es geht auch unterm Deckel, aber im Backofen geht es schneller. Bist du so lieb? Aber er braucht natürlich auch ungefähr 7 bis 8 Minuten. Dann haben wir jetzt Zeit, noch einen Drink zu machen, und zwar Kakadee. Das kommt ursprünglich aus Nordafrika, Richtung Nubien runter. Und da haben wir hier die Blüten von Malven.
Hibiskus. Beziehungsweise, also Hibiskus. Bei uns heißt es auch Hibiskus-Tee. Hibiskus, ach so, ja. Ja. Ja, man lernt nie aus. Also diese Blüten, die getrocknet noch sind, ein bisschen, ja, die werden einfach mit gerade nicht mehr kochendem Wasser aufgefüllt und dann kriegen die eine wunderbare Farbe. Zuerst ganz lila und das wird dann immer dunkler und dann geschieht was ganz Besonderes. Und das haben wir vorher schon mal aufgegossen, weil wir das ja jetzt hier nicht zeigen können. Das trinken wir nämlich kalt. Und wenn man dann Zitrone dran tut auf dieses Abgekühlte und es ist, wenn es eiskalt ist, mit Eiswürfeln versetzt, ein wunderbar erfrischendes Getränk. Ich habe hier die Würfel gleich zertrümmert, okay. Sodass es ein Crush-Eis ist sozusagen. Also immer ganz konzentriert machen diesen Tee, damit er durch die Eiswürfel nicht zu sehr verbessert wird. Super, dann kann ich jetzt mal die Shashuka rausholen, denke ich. Genau, verbrenn dich nicht, das ist jetzt sehr heiß. Und jetzt sieht man, wie die Eier hier oben gestockt sind. Das Eigelb, das sollte noch flüssig sein. Und das Eiweiß muss natürlich fest sein. Und dann wird es einfach serviert, tut es in tiefe Teller. Und auf jeden Fall kommt ein frisches Basilikum noch drauf. Also wenn man sich das so anguckt, sieht man schon, wie köstlich das schmecken muss, oder? Und dazu braucht man überhaupt nichts weiter als ein schönes Brot. Mmh, ist das nicht toll? Schneller und besser kann man doch nicht kochen, nein, oder? Nein, unmöglich. Pasta ist ein ganz schnelles Essen, immer schon. Aber wenn Sie eine Nudelsorte haben, die besonders schnell geht, dann geht es ruckzuck. Die brauchen nur 5 Minuten, das sind Spaghettini. Meistens dauert es aber länger, bis das Wasser zum Kochen kommt. Und da haben wir einen Trick. Ich habe hier also den Nudeltopf und da soll man ja sehr viel Wasser nehmen. Und ich mache schon mal den Wasserkocher an. Wenn man nämlich die Hälfte im Wasserkocher macht und die andere Hälfte im Kochtopf auf dem Herd, spart man die halbe Zeit. So, und dann, wenn man Induktion hat, geht es natürlich besonders schnell. Für unseren Sugo brauchen wir natürlich erstmal Olivenöl. Und dann nehme ich als gemüsige Grundsubstanz diesen festfleischigen, festköpfigen Romana-Salat, diese kleinen Salatherzen, die man kaufen kann. Ja, das war ja früher bei uns in Deutschland auch ein ganz klassisches Gemüse und wurde nicht als Salat verwendet. Nämlich unter der Bezeichnung Kasseler Strünkchen. So, der Knoblauch einmal richtig draufhauen, dass er schön platt ist. Dann kann man ihn leicht schälen und nachher ein paar Mal durchhacken und schon ist er fein. Genau, wenn du mir das dann hier reintust, das Öl ist gleich heiß. Und ich nehme jetzt ein paar Anchovies. Das sind diese Sardellen, die eingelegt sind in Öl. Erst gesalzen und dann in Öl eingelegt. Und achten Sie darauf, dass Sie solche nehmen, die in Olivenöl eingelegt sind, weil das ist immer die bessere Qualität. Olivenöl ist zu teuer, um es mit miesen Zutaten zu verhunzen. Das wird jetzt nur ein bisschen grob gehackt und kommt auch in die Pfanne mit dem Öl. Und jetzt sollen die ein bisschen schmelzen. Also das einfachste Rezept für Nudeln ist ja Pasta, Aglio, Olio und eventuell Peperoncino. Also Knoblauch, Aglio, Olio, Öl, Peperoncino, Chili. Und Peperoncino sparen wir uns, indem wir jetzt einfach Chili-Pulver nehmen. Bitte deinen Knoblauch hier rein. Ich muss schwer aufpassen, weil das spritzt und jubelt. Den Knoblauch eine Minute angehen lassen. Und jetzt brauchen wir nachher noch was zum Drüberstreuen. Und dafür nehme ich eine kleine Pfanne. Da kommt auch noch mal Olivenöl rein. Und darin rösten wir an Semmelbrösel oder dieses Panko, dieses japanische grobe Semmelbrösel-Gemisch. Und die werden noch knuspriger und wie Flocken sehen die dann aus.
Und das streuen wir uns nachher statt Parmesan über unsere Pasta. Denn den Parmesan tun wir nämlich schon vorher rein. Und rösten gleichzeitig mit ein paar Pinienkerne. Willst du eigentlich den Salat hier zusammenfallen lassen? Ja, der kommt jetzt rein. Den habe ich in 1/2 Zentimeter breite Streifen geschnitten. Den dünsten wir jetzt mit. Mit Salz müssen wir jetzt aufpassen. Die Sardellen bringen Salz genug, aber ein bisschen Pfeffer ist immer gut. Und das lassen wir jetzt einfach unterm Deckel zusammenfallen. So. Machen wir gleich wieder aus, damit es nicht zu dunkel wird. Hier kocht okay. Das kochende Wasser. Ach, hier rein. Salz rein. Mit dem Salz nicht sparen. Wenn Spaghetti langweilig schmecken, liegt es meistens daran, dass man zu wenig Salz dran gemacht hat. Und jetzt die Pasta rein und dann 5 Minuten von diesem Moment an, wenn es wieder aufgekocht hat. Kocht schon wieder. Ja. Das ist ja der Trick, weshalb man so viel Wasser nimmt, dass wenn die Nudeln reinkommen, sie nicht das wenige Wasser abkühlen und es dann ein paar Minuten wieder dauert, bis es aufkocht, sondern dass das kochende Wasser so viel Energie hat, dass es gleich weiterkocht, auch wenn die Nudeln reinkommen. Dann können wir schon mal den Tisch decken. Ich finde es irre, was Salat, dieser Romana-Salat, was der für einen Duft entwickelt. Man glaubt es nämlich gar nicht. Das ist ein richtig gutes Gemüse, was noch herzhaft schmeckt. Hat man vergessen. Das können wir jetzt gleich kleinstellen. Ich habe noch mal ein bisschen frisch geriebenen Parmesan bereitgestellt. Der kommt erst dazu, wenn wir die Pasta tropfnass untermischen. Ich habe noch Basilikum. Wenn man Salat nimmt, dann braucht man auch noch eine Kräuterwürze. Das rundet es schön ab. Wenn man da zum Beispiel Mangoldblätter oder Spinatblätter nimmt für so eine Pasta oder vielleicht auch fein geschnittene Artischocken oder Auberginenscheiben, die man kurz angebraten hat, dann ist das nicht unbedingt nötig. Sie sehen, es gibt eine unfassbare Menge von Vielfalt, wie man Pastasoßen machen kann. So, und dann wird nämlich die Pasta einfach mit so einer Zange rausgehoben. Nicht lange abtropfen, wir brauchen den Sud. Das Nudelwasser ist ja ein Teil unserer Soße. Und dann wird das vermischt mit dem, nein, das kommt erst zum Schluss drauf. Jetzt kommt der Käse drunter. Und dann kann man das mit der Zange zusammen, mit dem Kochlöffel wunderbar vermischen. Dann können wir anrichten. Willst du noch das Basilikum vielleicht rein? Ja, das tust du mir hier noch. Das wird noch untergemischt. Und schau mal nach dem Getränk. Ja, da wollen wir natürlich was Italienisches, oder? Ja. So. Und die Brösel oben drüber. Und als Wein habe ich einen Chianti vorgesehen. Nicht einen Chianti Classico, sondern einen Chianti Colissinesi. Ein einfacher Chianti und der aus dem Kühlschrank, erfrischend und sehr leicht. Und natürlich fehlt noch der allerletzte Schliff. Ja, ein frisches Olivenöl, der berühmte. Ein kleiner Kringel, wunderbar. Wollen wir mal probieren? So wenig Zutaten, so schnell, einfach super. Manchmal ist das Einfache das Beste. Super für die schnelle Küche ist der Wok. Ja, viele Küchen Asiens haben schnelle Gerichte. Und wenn man im Wok kocht, was ja ursprünglich chinesisch ist, da hat man ja wenig Feuer gehabt, da muss man ganz schnell kochen. Dafür ist die Vorbereitungszeit länger. So es werden alle Zutaten gerichtet. Der Reis, der braucht natürlich am längsten. Mit dem fangen wir an. Aber der Reiskocher, der sorgt dafür, dass wir uns um nichts weiter zu kümmern haben. Wir setzen das einfach an. Geben auf eine Tasse Reis eine gute 1,5 Tassen Wasser und schalten ein. Ob Salz reinkommt oder nicht, ist Geschmackssache. In Asien macht man es fast nie, aber ich finde ein paar Körnchen Reis, das tut. Paar Körnchen Salz paar Körnchen am Reis, Salz das schadet tut nicht. Dem Reis gut, genau. Jetzt das ist dann die übliche Geschichte, Chili, Knoblauch, Ingwer, Zwiebel. Das sind die Grundwürztaten. Dann haben wir als Fleisch, habe ich einfach
ein Schweineschnitzel gekauft. Und das ist ja das Tolle in der chinesischen Küche. Mit einem Schnitzel kriegt man da unter Umständen 4 Personen satt, wo bei uns eben ein einziger sich mit dem ganzen Schnitzel beschäftigt. Einfach in feine Streifen schneiden, so fein sie können, und immer darauf achten, quer zur Faser. Jetzt wird es mit ein bisschen Speisestärke einmassiert. Und gleichzeitig kommen ein paar Tropfen Sesamöl dazu, das chinesische Sesamöl, das geröstete. Das gibt gleich einen nussigen Duft und ein schönes Aroma und es schmeckt gleich viel chinesischer. Und das machst du, damit sich nachher beim Braten ein Film um das Fleisch bildet, der aus der Stärke und dem Eiweiß vom Fleisch besteht, genau. Und dem Öl. Und dadurch bleibt es saftig und zart. Ich schneide jetzt 2 Frühlingszwiebeln in feine Scheibchen. Dann habe ich hier eine Bleichselleriestange. Alles muss etwa in der gleichen Größe und in der gleichen Stärke zugeschnitten werden. Das ist das A und O bei der chinesischen Küche, dass die verschiedenen Konsistenzen wenigstens in der Form gleich sind. Ein bisschen Chili muss unbedingt dran, sonst ist es einfach langweilig. Champignon in feine Scheibchen. Und dann habe ich hier noch eine rote Paprika. Die schneide ich in Ringe, in feine. Die Chinesen haben für die Zwiebel eine ganz besondere Schnitttechnik, die in Europa nicht so bekannt ist. Und das hat folgenden Sinn. Hier vorne, wo diese Segmente dünn sind, da karamellisieren sie uns, gibt den typischen Zwiebelkaramellgeschmack. Und hier hinten, wo die Zwiebel dicker ist, da wird sie nicht ganz gar und sie hat diese unglaubliche Würze der rohen Zwiebel. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können mit dem Kochen anfangen. Ich erhitze jetzt erstmal den Wok leer, ohne was drin, damit richtig hier unten Hitze entsteht. Hier oben bleibt der Wok ja immer kühl. Das ist ja das Geheimnis mit dieser Art zu kochen. Dann brauche ich etwas Öl. Dann nehme ich das Erdnussöl, also ein geschmacksneutrales Öl ist in dem Fall. Mehr als einen Esslöffel brauche ich nicht. Und ich zupfe den Koriander hier ab, nehme die Blätter so und den Rest samt der Wurzel, die sauber gewaschen ist, schneide ich klein und das kommt dann auch in den Wok und das ist ein wunderbares Gewürz. Jetzt habe ich noch einen Tropfen Sesamöl dazu gegeben. Wenn es zart zu rauchen beginnt, dann nehme ich das Fleisch und schmeiße das einfach hier in die Mitte, wo die tiefste Stelle ist. Und da kann das Fleisch gleich anfangen zu rösten. Das lasse ich einen Moment so sitzen. Kann schon mal von hier oben mit etwas Salz kommen. Und gleichzeitig daneben eine Prise Zucker setzen. Und gebe auch ein bisschen Pfeffer dran. In der Zwischenzeit hat sich unten eine Kruste gebildet. Und ich kann dieses Fleisch ein bisschen auseinanderreißen. Und unterrühren, braten. 30 Sekunden genügen. Und dann kommt der Ingwer dazu. Und Knoblauch und Chili. Den Platz in der Mitte machen, dort hinein die Zwiebeln geben. Und hier auch gleich ein paar Körnchen Salz auf die Zwiebeln streuen. So kriegt jedes Gemüse, sobald es mit der Hitze in Kontakt gekommen ist, kriegt es seine kleine Salzration. Dann wird alles vermischt. Dann machen wir wieder ein bisschen Platz in die Mitte. Und jetzt kommt der Stangensellerie, Paprika und die Pilze und die Frühlingszwiebeln. Und zum Schluss kommt noch die Sojakeime dazu. Nochmal eine kleine Salzprise für alles. Und dann kannst du mir jetzt die Würzsoße geben. Wir brauchen etwas Austernsoße. Vor allem immer jeweils so einen Esslöffel. Ein Löffel Sojasauce. Nehmen wir schön mischen, danke. Und ein Tischchen Brühe. Jawohl, fertig. Sehr, sehr gut. Das ist keine Hexerei, sondern das ist der Zauber der chinesischen Küche. Und ganz zum Schluss kommen noch Kräuter rein, Koriander und asiatisches Basilikum. Ja, her damit. Dann kann ich hier nämlich ausmachen und wir können anrichten.
manchmal wahnsinnige Lust auf ein schönes Dessert. Diese Desserts haben den Nachteil, sie müssen entweder abkühlen oder sie müssen backen oder also sie brauchen immer ein bisschen Zeit. Aber ich habe jetzt ein Dessert und das macht keine 5 Minuten Arbeit. Es sieht super aus, es schmeckt toll, aber es braucht natürlich auch wieder seine Zeit, um abzukühlen. Und da hat sie jetzt die übrig gebliebenen Osterhasen genommen. Genau. Kann man natürlich auch mit normaler Schokolade machen. Wir machen nämlich einen Schwarzwälder Kirsch-Schoko-Pudding. Und dafür nehme ich jetzt so einen kleinen Osterhasen. Da klopfe ich jetzt mit dem Dings drauf. Und wenn man jetzt überlegt, dass man 100 Gramm Schokolade hat, dann brauche ich 200 Milliliter Milch und Sahne gemischt. Jetzt habe ich also hier 50 Gramm und dann nochmal. Das andere brauchst du ja nicht. Nee, ich krieg noch ein Stück hiervon. So. Das bringe ich jetzt, mache ich heiß und die Schokolade muss schmelzen. Und dann wird gewürzt und das war's dann schon. Gewürzt wird mit einer Messerspitze Chili. Ja, und Sie werden es nicht glauben, wie köstlich das schmeckt, wenn die Schokolade so ein bisschen Schärfe hat. Dann soll ich das schon reinreiben? Ja, mach das ruhig. So, und dann kommt noch ein bisschen Orangenschale dran. Das reicht, glaube ich. Dreh es mal um. Ja. Ein Hauch. Wunderbar. Das muss nur heiß werden, die Schokolade muss schmelzen, alles gut sich verbinden, weil man schön gerührt hat. Und das war's dann. Ich habe natürlich schon mal was vorbereitet. Im Kühlschrank stehen nämlich schon 2 Gläser. Fertig, habe ich gestern schon gemacht. Denn man hat jetzt die Chance, entweder es in den Kühlschrank zu stellen und dann ist es in 2 Stunden fest. Sie können es auch in den Tiefkühler stellen und dann gefriert es ein bisschen. Dann haben Sie so eine Art Eis, wenn es schneller gehen soll. Aber ich empfehle es einfach schon rechtzeitig vorher zu machen. Und dann braucht man es nämlich nur rauszuholen. Dann ist die Creme fest geworden. Und dann haben wir im Kühlschrank auch ein bisschen halbsteif geschlagene Sahne. Ja. So, sobald die Schokolade geschmolzen ist, da muss nichts mehr aufkochen oder sonst wie, dann wird es von sich aus fest, sobald es abgekühlt ist. So fest, wie es da steht. Sollen diese Kirschen jetzt gleich da drauf? Genau, so ein bisschen abtropfen. Wie viele? Also, dass die Oberfläche bedeckt ist, ist wie gesagt eine Schwarzwälder Kirschcreme. Und dann kommt hier die Sahne drauf. Und dann schneidet man mit dem Sparschäler einfach von der Tafel Schokolade solche Späne da drauf. Ist das nicht ein super Dessert? Also ich denke, wir haben Ihnen nicht zu viel versprochen. In 20 Minuten stand bei uns das Essen heute jeweils auf dem Tisch. Also, machen Sie es uns nach. Und nächste Woche? Da geht es dann um was? Da gehen wir wieder auf kulinarische Reise. Eieiei, wohin? Und zwar in die Eifel. Ah, ich hoffe, schön. Sie kommen mit. Bis dann. Tschüss.